Beklebung einer Straßenbahn dauert zwischen 3 und 5 Tage, je nachdem wie viele Leute und ob wir es nass oder trocken machen. Wir brauchen mindestens 3, 2 ziehen die Folien auf und einer sorgt eben dafür, dass der ganze Müll wegkommt und arbeitet nach. Damit wir gut kleben können, werden alle Sachen wie die Lichter oder zum Beispiel die Türknöpfe oder alles, was eben stört, für die glatte Fläche vorher weggemacht, damit wir möglichst zügig und gerade durcharbeiten können. Wir sortieren uns die Folien vor. Wenn wir das gemacht haben, gehen wir Stück für Stück meistens von hinten nach vorne. Aber kleine Ausnahme ist der hintere Wagen, da müssen wir von vorne nach hinten arbeiten. Es geht um die Überlappung der Folien, dass die eigentlich immer in Fahrtrichtung ist und dementsprechend weniger Dreck ansetzen kann. Dann versuchen wir das eben so lange warten zu lassen, bis es trocken ist. Und dann raken wir das nochmal genau in die Sicken rein, bis an die Kante und schneiden es daneben. Wir benutzen 2 unterschiedliche Folien, je nachdem, ob wir eine glatte Fläche nass oder trocken bekleben. Also es gibt quasi einen Unterschied im Kleber. Die Folien, die wir verwenden, sind meistens UV-beständig. Wir müssen, wie gesagt, da die Straßenbahn ja auch draußen fährt, eben auch witterungsbeständig sein.